Da wir auch keine Demonstranten mehr haben, gibt es auch keinen Grund mehr zu demonstrieren. Genau, hört auf zu demonstrieren! Deshalb würde ich jetzt nochmal alle Akteure, die sich so glanzvoll und pompös durch die Straßen der Lobbyisten gezwungen haben, hier vorne bei der Bütt einfinden, um uns alle nochmal gemeinsam zu fotografieren, um uns das irgendwie in 50 Jahren unseren Kindern zeigen zu können. Also bitte alle hier nach vorne. Wir machen noch ein Gruppenfoto und dann danke ich mich, dass ihr alle hier wart. Das war echt toll, auch wenn wir jetzt nicht die erwarteten 100.000 gewesen sind. Aber Markus! Ich hätte da noch 11 Nachhilfeverse. Du hättest noch einen Vers. Noch 11 Nachhilfe. 11. 11. Also wir werden gleich noch von einem Vers begleitet bei unserem Gruppenfoto. Ich bedanke mich, dass ihr alle hier wart. Ihr wart klasse. Nächstes Jahr hoffe ich, dass wir euch wieder vor der Humboldt-Universität sehen. Am 11.11.2013, dann aber auch wesentlich mehr. Letztes Jahr oder was? NSU-Akten! Gib uns NSU-Akten! Akten, seid ihr gar nicht da. Und jetzt nochmal unseren Humankapital. 3, 4, Humankapital, ihr seid nur Humankapital, ihr seid nur Humankapital. Wir sind auch Humankapital. Wir sind auch Humankapital. Vielen Dank, ihr seid großartig. Das ist ein Vorgrund. Und damit Geld verdienen. Elf närrische Verse. Hallihallo, es ist soweit. Wir haben wieder Faschingszeit. Vom 11.11. bis Fasernacht, da wird so mancher Ulb gemacht. Am Aschermittwoch ist es vorbei. Schluss mit Klamauk und Narretei. Doch Politik, leider ist wahr, ist närrisch übers ganze Jahr. Erst heißt es Hut, dann plötzlich Hü. Verlässlich sind die Brüder nie. Atomausstieg, es war ein Graus. Glaubwürdigkeit sieht anders aus. Gesundheitspflege, Zahnarztpreise, die sind schon lange aus dem Gleise. Statt Bürgerversicherung für alle zu beschließen, treiben sie Arbeitnehmer in die Miesen. Das Volk soll sich privat versichern. Da können Bankster kräftig kichern. Mehr Klassenmedizin ist die Folge dann. Pech gehabt, wer nicht zahlen kann. Die Wehrpflicht, nun, die gibt's nicht mehr. Dafür ein Berufssoldatenheer. Statt Frieden für die Welt zu schaffen, erproben Rambos deutsche Waffen. Beim NPD-Verbot eiert man rum. Bisher hieß es, das sei dumm. Jetzt plötzlich prüft man, ob es doch zu stemmen. Weil V-Leute ja ständig pennen. Ein einfaches Steuersystem war versprochen. Dem Volk hat man das Wort gebrochen. Nur Hoteliers wurden beschieden. Doch nicht mal diese sind zufrieden. Das dreigliedrige Schulsystem, eine CDU-Bastion, ist nun gefallen, glaubt es schon.
auch bei der Bildung so ein Hänger. Tja, manche brauchen etwas länger. Die zögerliche Euro-Stabilisierung, ein Hin und Her. Die Schulden steigen immer mehr. Statt Finanzmärkte endlich zu regulieren, dürfen die Bankster das Volk regieren. Betreuungsgeld, Frauenquote, Mindestlohn. Viel schöne Worte. Alles gewölft und Hohn. Nehmen wir das weiter ruhig hin, verliert das Leben seinen Sinn. Übrigens, gewölft ist geschönt oder vertuscht. Und Bankster setzt sich zusammen aus Banker und Gangster. Danke.